Das Futur 2 ist ein Thema für so richtige Latein-Cracks und Latein-Spezialisten. Das Futur 2 ist uns im Deutschen normalerweise wenig bekannt und meistens sind es nur Deutschlehrer, Lateiner oder auch andere Sprachlehrer, die das Futur 2 überhaupt können und wenige gute und interessierte Schüler haben dieses Futur 2 auf dem Schirm. Beim Futur 2 sind wir auch schon im sechsten Konjugationshimmel und damit stehen wir kurz vor dem Gipfel der Lateinkonjugationen. Jetzt habe ich gesagt, dass das Futur 2 normalerweise so ein Thema für Latein-Cracks und Latein-Spezialisten ist, aber das Futur 2 kommt in fast jedem Lehrwerk irgendwann in den späteren Lektionen doch vor und auch der ganz normale Lateinschüler, der ganz normale Lateinlerner und Latinumskandidat hat irgendwann mit diesem Thema zu tun. Das bedeutet, man sollte das Futur 2 der Vollständigkeit wegen sich wenigstens angeschaut haben oder vielleicht sogar richtig gelernt und verstanden haben. Zweitens, die Beherrschung des Futur 2 dient auch der Allgemeinbildung. Und drittens, es ist einfach leichter und angenehmer durch ein Lateinleben zu gehen, wenn man wirklich alle Konjugationen und das heißt auch das Futur 2 auf dem Schirm hat. Ja, es ist oft so, dass man auch ohne das Futur 2 sein Latinum bekommt. Ja, das stimmt. Ich weiß, jetzt können mir viele widersprechen. Ja, gleichzeitig ist es so, dass wirklich viele das Futur 2 gar nicht auf dem Schirm haben und doch durch ihr Lateinleben kommen und an ihr Latinum kommen. Weil das Futur 2 auch, ich bin hier ehrlich, eher seltener vorkommt. Aber wie gesagt, gut ist es, wenn du das Futur 2 wenigstens mal gehört hast und es doch entweder etwas auf dem Schirm hast oder so richtig gut auf dem Schirm hast. Okay, Entschuldigung, ich habe jetzt genug um den heißen Brei geredet. Nach dem Vorspann erfährst du, wie das Futur 2 gebildet wird, wie seine Endungen sind und wie es übersetzt wird, weil die Übersetzung ist ein Oberhammer. Legen wir nun endlich los. Die erste wichtige Nachricht beim Futur 2 ist, dass es genauso wie das Perfekt und genauso wie das Plusquamperfekt mit dem sogenannten Perfektstamm gebildet wird. Das bedeutet, das Futur 2 wird mit dieser dritten Stammform gebildet. Und vielleicht fällt es uns leichter, sich das Futur 2 zu merken und das Futur 2 leichter einzuordnen, wenn wir jetzt vom Perfekt und vom Plusquamperfekt kommen. Deshalb gleich hier am Anfang dieser Vergleich. Beim Futur 2 haben wir ja den Perfektstamm und beim Perfekt hätten wir die Endung I. Ja, misi, ich habe geschickt. Beim Plusquamperfekt hätten wir die Endung eram. Ich hatte geschickt. Ich wiederhole. Misi bedeutet ich habe geschickt. Miseram, ich hatte geschickt. Was passiert nun beim Futur 2? Welche Endung kommt beim Futur 2 an diesen Perfektstamm? Es ist die Endung ero, also misero. Nun die große Frage, wie wird so ein Futur 2 übersetzt? Und ich habe ja vorhin schon gesagt, dass die Übersetzung eines Futur 2 quasi der Oberhammer ist. Jetzt kommt's. Misero wird richtig übersetzt als ich werde geschickt
haben. Vier Wörter für eine Form. Ich wiederhole. Misero, ich werde geschickt haben. Nun fragen sich manche, warum braucht man so ein Futur 2? Vier Wörter, das klingt doch total kompliziert. Reicht ein Futur 1, ein ganz normales Futur, da nicht aus? Diese Frage beantworte ich am Ende des Videos. Bitte 2 Minuten Geduld. Vorher gehen wir die anderen Formen durch. Die gute Nachricht ist, dass die anderen Formen beim Futur 2 regelmäßig sind. Das bedeutet, nach der ersten Person haben wir in wirklich jeder Form ein I. Also, miseris, du wirst geschickt haben, miserit, er sie es wird geschickt haben, miserimus, wir werden geschickt haben, miseritis, ihr werdet geschickt haben und miserint, sie werden geschickt haben. Nun zu der folgenden Frage. Wofür brauchen wir überhaupt ein Futur 2? Beziehungsweise, warum gibt es dieses Futur 2? Hier ist eine Parallele mit dem Plusquamperfekt zu ziehen. Beim Plusquamperfekt habe ich erklärt, wann wir das Plusquamperfekt brauchen, und zwar, wenn wir in der Vergangenheit 2 Handlungen haben. Ja, also eine erste Handlung und eine zweite Handlung. Und wenn diese 2 Handlungen nacheinander passieren, dann kann ich mit dem Plusquamperfekt genau ausdrücken und verdeutlichen, was zuerst passiert war und was danach passierte. Warum rede ich jetzt hier so viel von der Vergangenheit und vom Plusquamperfekt? Antwort: Beim Futur 2 haben wir das gleiche Prinzip. Beim Futur 2 geht es nicht wie beim Plusquamperfekt um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft. Wir brauchen das Futur 2 eben dann, wenn wir in der Zukunft 2 Handlungen haben und verdeutlichen möchten, welche Handlung zuerst passiert sein wird und welche später passieren wird. Beispiel: Nachdem du deine Hausaufgaben gemacht haben wirst, wirst du Fußball spielen dürfen. Jetzt denkt sich jeder, und das muss ich mir oft anhören, ja, so spricht doch keiner. Das stimmt, aber so ist es nun mal in Latein. Gut, das Futur 2 wird nicht in Alltagssituationen verwendet, sondern eben in Texten oder in Situationen oder in Berichten oder in Gutachten, auch im Deutschen, wo eben sehr deutlich zu machen ist, was zunächst passiert sein wird und was erst nach dieser ersten Handlung passieren wird. Ja, es mag wirklich für viele kompliziert klingen. Die gute Nachricht ist hier die gleiche wie bei anderen Videos und bei anderen Themen. Nach genug Wiederholungen hat man auch das Futur 2 drauf. Und wenn man das Futur 2 drauf hat, kann man auch das Plusquamperfekt besser und leichter behalten. Und man hat in seiner Konjugationstabelle ein weiteres Stockwerk. Und das macht einen auch grammatisch sicherer und ist auch ganz gut für die Allgemeinbildung, weil es ist wirklich so, selbst viele Leute, die einen Uni-Abschluss haben, können das Futur 2 nicht wirklich. Und ich muss auch gestehen, ich habe das Futur 2 lange Zeit nach meinem Latinum durch den Unterricht so richtig verstanden. Nach dem Motto Docendo Discimus, wir lernen durch das Lehren. Jetzt am Schluss noch eine ganz, ganz, ganz wichtige Bemerkung. Es gibt eine richtig
üble Fehlerfalle und da können sich jetzt wieder einige ärgern. Beim Futur 2 gibt es eine üble, wirklich üble Sache. Und diese ist das Perfekt im Konjunktiv, hat exakt die gleichen Formen ab der zweiten Person. Das bedeutet, wenn man in einem Text diese Formen sieht, muss man immer schauen, Moment mal, habe ich hier ein Futur 2 oder ein Perfekt im Konjunktiv? Und dann fragen sich, ja, woher soll ich das wissen, ob jetzt Futur 2 oder Konjunktiv Perfekt? Antwort, man muss nach dem Kontext schauen. Gut, ich hoffe jetzt, dass du nicht völlig durcheinander bist. Wenn du Fragen hast, schreibe die Fragen in die Kommentare und gerne drehe ich noch ein anderes Video zu dem Thema, ob es nun dann kürzer ist oder noch ausführlicher oder ob es nochmal um eine spezielle Frage beim Futur 2 geht. Also schreibe mir ruhig deine Fragen in die Kommentare. Jetzt habe ich schon von einer letzten Bemerkung gesprochen. Nun kommt die allerletzte Bemerkung. Ich hatte ja gesagt, wir sind beim Futur 2 kurz vor dem Lateingipfel. Wir sind hier quasi im sechsten Himmel der Lateinkonjugationen. Und dann ist die große Frage, ja Moment mal, was ist bitteschön der siebte Himmel der Lateinkonjugationen? Was ist der oberste Gipfel? Antwort, das ist meine ganz persönliche Meinung, der oberste Gipfel, der absolute Oberhammer der Lateinkonjugationen ist das Futur 2 im Passiv. Und jetzt muss ich etwas gestehen. Nach 10 Jahren Unterrichtspraxis muss ich immer noch überlegen, Moment mal, wie übersetze ich ein Futur 2 Passiv korrekt ins Deutsche? Im Video zum Futur 2 Passiv. Jetzt ist aber wirklich Schluss. Bis zum nächsten Video.